Wir haben euch in unseren letzten YouTube-Videos zu euren Meinungen bzw. Anregungen gefragt. Und ihr habt da rege geantwortet. Und wir wollen heute noch ein paar interessante Fragen von euch kommentieren bzw. die auch beantworten. So wurden wir zum Beispiel auf YouTube gefragt, wie genau wählt man bei einem herkömmlichen Kettenblatt das Äquivalent zum Sci-Fly? Ja, das ist relativ einfach beantwortet, und zwar besitzt das Sci-Fly-Kettenblatt im Mittel auch 46 Zähne. Das heißt also bei einer halben Kurbelumdrehung die Hälfte, also 23 Zähne. Und wir haben dementsprechend immer im Mittel den gleichen mittleren Teilkreisdurchmesser. Und somit ist das Kettenblatt in rund mit dem ovalen Kettenblatt von Sci-Fly durchaus bei einer halben Umdrehung bzw. einer vollen Umdrehung zu vergleichen. Eine weitere Frage erreichte uns auf YouTube. Warum so kompliziert? Wattmesspedale raufgeschraubt und im Vergleich mit einem normalen Antrieb den Berg hochfahren. Ja, wir haben extra diesen Versuchsaufbau gewählt, dass wir den Menschen sozusagen nicht im System haben, dass wir also gleiche Bedingungen haben. Wattmesspedale allgemein funktionieren bei Sci-Fly nicht. Die Erklärung ist etwas komplexer, aber die Experten unter euch werden das wissen. Es ist so, dass also ein Leistungsmesssystem, ob es jetzt ein Pedalmesssystem ist oder auch am Spider die Leistung misst, misst also das Drehmoment über die Kurbelumdrehung, und gleichzeitig wird die Winkelgeschwindigkeit mit einem bzw. vier Riedschaltern gemessen. Das Problem daran ist, dass wir bei Sci-Fly unterschiedliche Winkelgeschwindigkeit pro Halbumdrehung bzw. pro voller Umdrehung haben. Dadurch sich die Winkelgeschwindigkeit stets ändert. Das hat also auch einen Einfluss auf die Leistung, auf den Leistungsoutput. Und gleichzeitig an dem ovalen, an der ovalen Pedalbahn von Sci-Fly ein System, was für runde Tretkurbeln kalibriert ist, nicht funktioniert. Eine spannende Frage erreichte uns auf YouTube. Leider dreht sich eine Kurbel um 360 Grad. Eine derart isolierte Betrachtung ist Unsinn. Ja, dazu muss man sagen, gehen wir mal von dem normalen Radfahrer aus, und den betrachten wir hier. Also fahren wir mit einem normalen Pedal, haben wir also kein Klicksystem. Und der Radfahrer, das ist eigentlich jedem klar, leitet die Kraft von oben, also vom oberen Totpunkt zum unteren Totpunkt ein, mit einem Bein. Dann ist eine Halbumdrehung von 180 Grad erreicht. Und jetzt überschreite ich den Totpunkt mit dem anderen Bein und trete auch wieder 180 Grad vom oberen Totpunkt zum unteren Totpunkt. Das heißt also nichts weiter, als dass eine Umdrehung von 360 Grad gleich zwei hintereinander geschaltete Halbumdrehungen sind. Und deshalb kann man diesen Versuch so betrachten, wie wir den betrachtet haben. Wir wurden auf YouTube gefragt, wie schwer ist die Sci-Fly-Kurbel? Also die Sci-Fly-Kurbel wiegt komplett 3,5 Kilogramm. Verrechnet man das mit einer Standard-Tretkurbel von ca. 1 Kilo, haben wir ein Mehrgewicht von 2,5 Kilo. Wir haben das auch gesehen hier in dem Versuchsaufbau. Wir haben ja beide Fahrräder gewogen. Das Fahrrad mit Sci-Fly-Kurbel ist also dementsprechend schwerer. Bei diesem Beschleunigungstest, den wir gezeigt haben in der Ebene, ist das also auch ein Nachteil an dem Fahrrad mit Sci-Fly-Tretkurbel. Selbst diesen Nachteil schafft es, die Sci-Fly-Kurbel auszugleichen. Ein Kommentar auf YouTube lautete: Schaltet doch bei der normalen Tretkurbel einfach in einen leichteren Gang und das Fahrrad wird auch schneller beschleunigen. Schauen wir uns das Ganze mal an. Wir haben hier den Versuch aufgebaut. Wir haben dementsprechend jetzt hier einen leichteren Gang gewählt. Das ist jetzt also das vierte Ritzel von oben, wie man so schön sieht. Und auf der Sci-Fly-Seite haben wir das fünfte Ritzel von oben. Und ja, jetzt werde ich einfach mal auslösen und schauen, was passiert. Wir gucken uns das Ganze jetzt mal in der Zeitlupe an. Und wie ihr seht, ist es so, dass das Fahrrad mit Sci-Fly-Kurbel trotz dessen, dass es in einem schwereren Gang ist, immer noch schneller beschleunigt. Die Kurbel fällt also auch hier wieder schneller nach unten. Wichtig ist jetzt aber, dass ihr auch noch mal hinschaut. Und zwar der Zeitpunkt, an dem die Kurbel beide unten sind, beziehungsweise der zurückgelegte Weg,
ist bei der Tretkurbel kürzer. Und das ist jetzt der Fall gewesen. Das heißt also, mit einem leichteren Gang an der normalen Tretkurbel lege ich nicht zu viel Weg zurück, habe zwar auch schon eine bessere Beschleunigung, schaffe es aber trotzdem nicht, den Sidefly-Antrieb, das Fahrrad mit dem Sidefly-Antrieb einzuholen. Ja. Das ist, denke ich mal, eindeutig. Wir wurden auf YouTube gefragt, wo kann man den Antrieb testen? Ja, dazu nutzt einfach unsere Try-and-Buy-Aktion. Das heißt, ihr könnt unsere Fahrräder für 14 Tage lang testen. Ganz einfach auf unserer Website unter Probefahren könnt ihr euch die Bedingungen anschauen und die Fahrräder werden zu euch nach Hause gebracht. Eine andere Möglichkeit ist, geht zu unseren Fachhändlern. Die findet ihr in dem Bereich Fachhändler auf unserer Website. Dort könnt ihr Termine vereinbaren für die Probefahrt. Und natürlich sind wir auch auf zahlreichen Messen unterwegs. Da informieren wir euch dann immer über Social Media, über Facebook oder Instagram, wo wir als nächstes unseren Stop machen. Also, kommt vorbei, testet und lernt, wie es sich mit dem Sidefly-Antrieb fährt.